So, wir haben zuerst einmal die gelben hier. Rein da. Dann haben wir noch den Basmadi. Basmadi! Keine Party ohne Basmadi. Okay. Dann lass mal gucken. Ein Teechen wäre schön. Und zwei, drei Kaffee. Ein Teechen und drei Kaffee. Ein Teechen und drei Kaffee. Drei Kaffee, ein Teechen. Smarty. Chokipick. Ich kaufe mal zwei. Ich kaufe mal zwei. Denk an deine Kühlschränke. Erstmal die Waren, Leute. Erstmal die Waren. Eins, zwei, drei. Viermal blaues Mehl. Viermal blaues Mehl. Und zwei rot. Vier blau, zwei rot. Wir haben viel verkauft, ne? Vier blau, zwei rot, ne? Okay, ich kann nur zweimal blau kaufen. Weißt du was? Ich mache Folgendes. Ich kaufe viermal blau. Wo ist denn hier? So, let's go. So. Wunderbar, wie die Scheiße auf dem Bürgersteig liegt. Aber ich muss die Schmutzprodukte ja nicht kaufen. So. Wer war das? Lieber Obi, dankeschön. Vielen Dank, lieber Obi. DDP. So. Seid mir nicht böse, wenn ich Fragen, die ich schon tausendmal heute beantwortet habe, nicht nochmal beantworte. Seid mir da nicht böse drum, weil die Fragen sich ziemlich ähneln immer. Zum Beispiel, kann man den Laden später auch vergrößern? Die Antwort ist, eine Kaffeepackung ist unsichtbar. Die Antwort ist ja. Wir haben es bereits getan, mehrfach. Das hier ist, noch lange nicht unsere Final Form. So. Tiefkühlpizza kommt mit Sicherheit auch noch. Ich weiß jedenfalls, Tiefkühltruhe kommt noch. So, Schokobik. Das Geräusch, wenn er vorbeifährt. Der hat einen Trabi-Motor drin. Einfach voll die Billo-Kiste. So. Einmal hier rein. Tiefkühltruhe gibt's doch schon. Ja, ja, aber ich habe die noch nicht freigeschaltet. Das heißt, ich habe die freigeschaltet, aber ich habe noch keine Tiefkühlprodukte. Also ich könnte die schon kaufen, aber was soll ich reintun? Meine Hoffnungen und Träume? So. Oh, das war's schon. Ja, ist leer, okay. So, weg damit. Dann noch einmal Mehl. So, doofe Kunden. Oh ja, Kunden da reinlegen, geil. Finde ich gut. Ich mag, wie ihr denkt. Einmal rot. Ja, einmal rot wird reichen. Einmal rot. Dreimal Nudeln. Einmal rot, dreimal Nudeln. So. Zweimal Spaghetti, yo. Huch, wer war das? Roxas, dankeschön. Warte, warte. Vielen Dank, Roxas, dankeschön. Warte mal, was wollte ich machen? Dreimal Nudeln. Zweimal Spaghetti, yo. Dreimal Nudeln, zweimal Spaghetti. Hä? So. Dreimal Nudeln. So. Und Toast. Ich glaube, zweimal geht klar, oder? Zweimal Toast geht klar. So. Achso, ist der Warenkorb voll? Ist der Toast überhaupt noch drin? Einmal ist der Toast drin. Naja, ich kaufe erstmal, dann tue ich nochmal Toast rein. So. Ich hatte die Nudeln doppelt. Oh no! Oh nein, ich habe sechsmal Nudeln. Oh, naja. Naja. Die werden schon nicht schlecht. Dann können wir die morgen brauchen. Ups. So. Nochmal Nudeln. Ja, das sind Nudeln, die halten ewig. In einem guten Vorratsrang sind immer zu viele Nudeln drin. Vorratsrang? Vorratsschrank. So.
So, wupp, es ist voll. Dann die Nudeln kommen erstmal hier hin. Nudeln. Wir haben sehr viele Nudeln. Kleinen Jahresvorrat angelegt hier draußen. So. Der Burgerschreck ist auch kalt, da halten die länger. Spaghetti waren da hinten, ne? Ja, man kann Essen wegschmeißen, wenn man das möchte, aber warum sollte man das tun? Die Kunden kaufen doch trotzdem. Das letzte war Mehl. Oh. Zum Glück habe ich eure Adleraugen. Ich mache das jetzt zu schnell gerade, ne? Da ist wieder eine unsichtbare Spaghetti. Seit dem Update haben wir unsichtbare Produkte. Oh ja. Ihr habt wahrlich Adleraugen. Ihr seid gesegnet. Jetzt geht und macht was draus. Und schaut noch mehr Streams mit euren Adleraugen. So, warte. Wir brauchen zweimal Susu mindestens. Zweimal Susu. Einmal grün, einmal gelb. Dreimal Erdnuss. Zweimal Susu. Zweimal Susu. Einmal grün. Einmal gelb. Dreimal Erdnuss. Habe ich einen Toast schon drin? Ja. Okay, zwei kann ich noch reinlegen. Zweimal Basmati. Zweimal Basmati. Blub. So. Wasser kommt später. Kühlschränke machen wir gleich. Badam, badam, bam, bam, bam. So, müsste genau passen, ne? Yo. Oh, so gut. Oh, oh. So. Wie geht's dir? Alles gut soweit? Alles super. Alles super. Hast du schon mal im echten Supermarkt gearbeitet? Nein. Das habe ich nicht. Ich stelle es mir sehr einfach vor. Ja, und es ist bestimmt ein sehr schöner Job, weil man aber auch mit Menschen zu tun hat. Und das ist doch immer dankbar, oder? Einfach mit Mitmenschen. Da hat man, der Sozialbalken bei Sims, der steigt einfach. Ist aber ein Traum. Also Supermarktmitarbeiter ist aber der schönste Beruf der Welt. So. Gleich neben Reddit-Moderator. Oh, warum habe ich viel voll? Ich habe noch ein Öl übrig. Okay. So. Wunderbar. So. Ah, ich habe Menschen eh gehasst, aber nach 11 Jahren Einzelhandel mittlerweile hasse ich sie noch mehr. Ja, guck mal, Minus und Minus ergibt Plus. Oder? Das ist doch schön. Mathematisch gesehen, bist du jetzt ein besserer Mensch. So. So, hier nochmal rein mit der Grütze, die alte Schlotze nochmal rein. Dann noch einmal was Matei. Was Matei? Ich habe wieder zu viel Basmati gekauft, ne? Ich bin beim Basmati sehr optimistisch. So. Habe eben eine Kiste genommen und sie einfach mitsamt Inhalt in den Müll geworfen. Ja, das passiert. Wirf dich zum Glück nicht allzu weit in, zurück. Solange du das nicht mit dem Kühlschrank machst. Wir könnten noch einmal Erdnuss holen, glaube ich. Ah, brauchen wir aber nicht ganz. Wir kriegen das nicht ganz voll. So, hab einen Fehler gemacht, hab das Lager gekauft, ist momentan noch völlig unnötig. Ja, sag ich ja. Zwei Wasser, ein Milch, zwei Käse, zwei Wasser, ein Milch, zwei Wasser, zwei Käse, hatte ich hier schon, und zwei Ei. Nee, passt schon. Und zwei Kühlschränke. Drei.
Ich hab's getan. Ich hab's einfach getan. Ich hab's einfach getan, Leute. Manchmal, lebe ich diesen crazy Lifestyle und dann drücke ich einfach auf Go. Ich denke nicht nach und ich drücke einfach auf Go. Und plötzlich ist die Welt eine ganz andere. So. So. Du Rebell, ist so. Ist einfach so. Und guck mal, wie gut die Kühlschränke jetzt auch immer nebeneinander passen. Es ist aber der Traum. Wir leben den Dream. So. Du Mini-Pimmel. Das Gute ist aber, egal wie klein der Penis eines Mannes auch ist, neben dir sieht er aus wie ein Gigant. Und dafür sind dir Männer auf der ganzen Welt dankbar. Also egal wie klein euer Penis auch ist in Relation, ne, da geht alles. Ja. So, Milch haben wir voll, ne? Milch wurde nicht so viel gekauft. Ja. Hier ist unser Lager. Sieht sehr schön aus. Ich finde das gut. Wasser. So. Die Woche soll noch, soll noch ein Update kommen mit Mitarbeitern zum Einpacken. Oh, geil. Also Mitarbeiter, die hier auffüllen halt, ne? So, zwei Wasser war richtig. So. Ist aber, der Traum ist real. So, Käse. Manchmal weiß ich nicht genau, warum ich solche Spiele überhaupt spiele. Wir waren gerade noch bei Final Fantasy, weißt du, epochal, oh, und jetzt Supermarkt-Simulator. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist irgendein Downgrade. So. Okay, wir haben alles aufgefüllt, ne? Wasser könnten zwar normal, aber ist egal. Jetzt noch Rechnungen bezahlen und wir sind eigentlich fit, ne? Fit für den Tag. Und dann... Ja, Preise müssen wir noch anpassen und dann fehlt uns noch, glaube ich, zwei Kühlschränke und ein Regal. Und dann machen wir ja, dann machen wir das Upgrade. Okay, Lampen, wie kosten die denn? Aber ich habe nichts im Einkaufswagen, ne? Das Lampen machen wir auch noch, aber nicht heute. Ja, ich habe so Hunger. Okay, haben wir denn Rechnungen noch offen? Ja, komm, hier. Ist auch wichtig, Rechnungen. So. Plepp. Plepp. So. Kühlschränke beleuchten auch die Umgebung. Nee, ich habe die Lampen ausgeschraubt, um Strom zu sparen. War nötig. Oh, die Preisanpassung. Oh, shit. Was war denn heute? Was war denn heute an Preisen? Ich vergesse die immer. Eier. Öl und Eier. Okay, ganz dringend die Eier. 3,50. Das sind jetzt 3,70. Okay. Und Öl? Welches Öl? Welches Öl? Welches Öl? Das hier? Nee, das Öl. 36, oh Gott. 6,50. Das wäre beinahe, oh puh. Wehe, sie kaufen Öl, mein Herr. Ein Tee. Und drei, ein Tee kaufen mit 50 bezahlen. Ich glaube, es hackt. Nimm dein schmutziges Blutgeld. Ich habe gestern einen Arsch mit abgewischt. Schwacke getränkt. Das war bestimmt Falschgeld. 100 pro. 100 pro. Warum werden die Preise erhöht? Damit der dumme Endkunde am Ende ausgeblutet wird. Das sind gar nicht die Marktpreise, die steigen, sondern aber nur... Das sind die Preisabsprachen von dem Lebensmittelkartell hier. Vor Ort. So. Manchmal gehen wir auch einen Euro runter, aber das ist natürlich nur, um die Preissteigerung zu kaschieren immer. Und manchmal bleiben die Preise, aber plötzlich ist einfach weniger Chips in der Packung. Einfach weniger Inhalt. Dankeschön, tschüss. So, für Sie 49,50. Na ja, gut. Machen wir mal.
Bam, badadadam. Das hier ist eher das Dropshipping nur. Obwohl, ist weder Drop noch Shipping. Macht gar keinen Sinn, was ich gerade rede. Ich wollte nur sagen, ich habe die Lebensmittel bei Temu gekauft. So, da stehen tolle Produktnamen drauf. Ist aber alles scheiße, was ich verkaufe hier. So. Din, 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 din. So. Manchmal sind die Namen auch falsch geschrieben. Reis ist mit A geschrieben. So. Gibt's einen Laden auf dem Black Friday? Ja. Da sind die Originalpreise. Stehen immer noch da, aber ich habe höhere Preise daneben geschrieben und durchgestrichen. Damit es aussieht, als würde man Geld sparen. Funktioniert immer. Das ist alles Trottel hier einkaufen. 30 Cent, 1, 2, 3. Dankeschön, tschüss. So, wie viel darf es sein? 70 Cent. Ich wollte gerade hier. Ich wollte viel zu viel zurückgeben. Ladendiebe gibt es noch nicht. Die kommen bestimmt noch. Aber ich glaube, da machen wir irgendwie einen Sicherheitstyp, der vor der Tür steht. So. 10 Cent zurück, mein Herr, natürlich. Klar, hätte man ja auch in die. Hätte man ja auch in die SOS-Kinderdorfkasse stecken können, aber hey. Dann werden die Kinder eben elendig verhungern, damit sie ihre 10 Cent haben. Dankeschön fürs Passenzahlen. Tschüss. So, 15,20. So. Gut. Ich freue mich schon, wenn wir Alkohol verkaufen und ich die Leute judgen kann. Wenn sich die Leute wieder unter 3 Flaschen Wodka aufs Band stellen. Ich möchte Kunden judgen. Ich möchte so unbedingt Kunden judgen, wenn die irgendwelche komischen Sachen kaufen. Ich wünsche, wir könnten auch Kondome verkaufen. Und dann kommt einer und kauft 10 Pack Kondome. Aber es sieht einfach, aber mit so einem gottlosen Gesicht einfach, weißt du? Was keinen Tag unter der Sonne gelebt hat. So. 30 Cent. Und eine Gurke. Und Olivenöl. Und du weißt genau, alles klar, das Wochenende ist verplant. So. Der guckt übers Wochenende wahrscheinlich Tobinator-Streams. Hey. So, warte, 10 Cent. Dankeschön, tschüss. So. Gut. 49,60. Bupp, das soll passen. Dann hier. Wieso kennt sich Gronkh da so genau mit aus? Weil ich weiß, was Kondome sind. Das wird mir beigebracht schon relativ früh. So, hä? Warum? Hä? Warum soll man das denn nicht wissen? So. Aber ich bin ehrlich, Olivenöl habe ich, ehrlich, da habe ich noch nie. Ich glaube, es wird mir zu sehr stinken. So nach Olivenöl halt einfach. Habt ihr schon mal mit Olivenöl? Kann ja sein. Vielleicht war nichts anderes da. Ja? Vielleicht, vielleicht kam man nicht auf die Idee mit dem guten alten Bauernflutschi. Jetzt reicht's ja. 43? Natürlich. So. So. Okay, und hier nochmal. Ah, passend, dankeschön, tschüss. Ich muss Licht anmachen. Leute, ihr müsst ganz kurz mir Pause lassen hier bei der Kasse. Ich muss Licht anmachen. 23,20. Unterm Olivenöl, unterm Olivenbaum, ja, Öl, aber nein, danke. Unterm Olivenbaum, okay, oha. So. Ich bin ein Mann und nehme gerne Motoröl, ja, Kettenfett, So. So, so. Warte, ach, das war die Karte, ne? Ich muss weniger auf den Chat gucken gerade. 70, ich bin unkonzentriert. So. Olivenöl ist schlimm wegen vermehrter Bakterienbildung. Ah, okay. Ja, gut. So im Detail stecke ich da nicht drin. Riemenfett 2000. So, Dankeschön, tschüss. Pferdebalsam, nee, es brennt. Das ist keine gute Idee. Ist keine gute Idee. So. Aber wir haben heute gelernt, Olivenöl nicht tun. Okay. 83, 60.
So. Feri Ultra. Ah, Villa Ribas am Feiern. So, 60 Cent. So, war richtig, ne? Jo. Oh, die kaufen jetzt aber. Oh, Junge, 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 wie die alles wegkaufen. Dankeschön, vielen Dank. Ich mag's, wenn sie passend zahlen. So, 41,50. Super. Nase juckt. So. Die Musik ist gerade so richtig Supermarktmusik. Gefühlt wiederholt es jetzt seit einer Stunde, aber hält sich irgendwie bedeckt im Hintergrund und nervt nur marginal. So. Was ist der Unterschied zwischen Spülmittel und Gleitgel? Die Schaumbildung. Wäre meine spontane Antwort. So, 90 Cent. Nee. So. Ich habe marginal gesagt, Leute. Was ist denn mit euch? Marginal. Mit M. Was ist denn mit euch? Ihr hört auch nur, was ihr hören wollt, wa? Marginal, Leute. Das heißt, am Rande. Das ist ja Chat, also ganz ehrlich. Also, ich, das nervt vaginal. Brennt vaginal? Ja, aber auch. Stimmt trotzdem. Beides ist richtig. So. So, haben wir jetzt alles. Dankeschön. Jo, wir sind durch. Wir sind durch für den Tag. Wir machen gute Umsätze, ne? Geil. So. Schon wieder zwei unzufriedene Kunden, die mir völlig am Arsch vorbeigehen. Ich hasse die. Oh, ist mir zu teuer. Dann kauf halt beim Scheißmarkt. So. Milch. Ich mache erstmal die Sachen von gestern, ne? Ich räume die erstmal schön ein, wupp, und dann gucken wir mal, was wir brauchen. Wir haben noch eine Menge Nudeln übrig. So. Ich meine, die sind ja haltbar. Ist die Mülltonne ein Portal? Ja, da drin liegt Fangs WoW-Disc. So. Das Portal nach Azeroth. Haben wir eigentlich schon voll, ne? Hier, da noch einer. Okay, cool. Reicht für heute auch noch. Geil. Wo ist der Mitarbeiter an der Kasse? Hier arbeitet der Boss noch selbst. 2T. Ja, 2T. 2 Kaffee oder 3? 2T, 3 Kaffee mache ich mal. 3 Kaffee, 2T. 1. 2 Rot. 2 Rot. 3 Blau. 2 Rot, 3 Blau. 2 Rot. 3 Blau. Und dann haben wir schon voll. So. Hab Bildungsauftrag verpasst. Wieso soll Olivenöl nicht gut sein? Warum fragst du so spezifisch? Wäre meine Gegenfrage. Und wegen Bakterienbildung. Wohl. So. Für einen Freund. Ja. So. Okay. Wenn dir einfach irgendwann so ein Olivenzweig irgendwo rauswächst. So. Gut. Frag für ein Schulprojekt, was? Ja, Michael. So, warte. Hier rein, da. So. Haben wir, ne? So. Nochmal Tee. Weiter geht's. Kriegen wir den noch? Ah, da. Haben wir? Ist leer, ne? Ja, ist leer. Okay, super. So, spielst du Pacific Drive? Ja, bestimmt irgendwann mal. Aber erstmal
habe ich andere Spiele als Let's Play geplant. Und davor muss ich noch die bisherigen Let's Plays mal irgendwann fertig kriegen. Wäre, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, die Leute auf YouTube würden sich freuen, wenn ich mal Let's Plays zu Ende bringe, zur Abwechslung. Ich habe gehört, das wäre eine angenehme Abwechslung zu sonst. So, wupp. Was habe ich noch? Nochmal Mehl. Und ja, die Autos fahren wieder. Die Autos fahren wieder hier. So. Nochmal Kaffee? Habe ich so viel Kaffee gekauft? Okay. So. Ein Kaffee fehlt im Regal. Ja, aber das ist ein Grafikfehler. Manchmal fehlt eine Packung. Das war eine Grafik. Das ist ein Grafikfehler. Toast brauchen wir einen nur, glaube ich, ne? Ein Toast, zweimal Spaghetti. Ein Toast. Müssen wir auch Preis anpassen. Zweimal Spaghetti. So. Zweimal Susu, einmal Basmati. Diesmal nur einmal. Und Salz wollte ich noch machen, ne? Salz mache ich noch zweimal. Was fehlt noch? Nein, Lager ist nicht günstig. Lager ist nie günstig. Zwei Erdnuss. So. Los geht's. Wow. So, Susu. Boah, ich habe Angst davor, die Produktpalette zu erweitern. Ich habe wirklich Angst davor. Ich werde irgendwo an einen Punkt kommen, dass ich wirklich keinen Bock mehr habe, das alles einzuräumen jedes Mal wieder. Weil die Kunden aber auch kaufen wie Sau, ne? Das ist eigentlich gut. Aber uff. Ich weiß, dass Nudeln im Modkeller sind. Ich habe das mitbekommen. Ich weiß auch genau, wer dafür verantwortlich ist. Ich habe das alles gelesen. Ich protokolliere das alles in meinem Stammhirn. Hören. So. So. Gut, dann noch einmal Toast. Vielleicht gibt es ja bis zum nächsten Mal auch schon eventuell jemanden, der die Sachen einräumt. Wenn das wirklich mit dem nächsten Update kommen soll, ich kann es doch gar nicht glauben, ehrlich gesagt, aber ich lasse mich gerne positiv überraschen. So. Muss auch MRD kontrollieren. Ich hoffe niemals. Ich hoffe, das wird nie kommen, dass wir alte Produkte aussortieren müssen. So. Okay. Blimp. Dann einmal Nusspli. Einmal hier ran. Das wird auch kommen. Nein, bitte nicht. Weil dann müsste das Einräumsystem halt komplett geändert werden. Ne? Die müssten dann zuerst, also die müssten hinten einräumen. So. Dann müssten wir nicht aussortieren. Ich bin gepökelt. Ich bin wie Beef Jerky. So sehe ich mich. Ich halte noch ein bisschen. Zweimal gelb. Einmal grün. Zweimal gelb, einmal grün. Können wir, glaube ich, brauchen, ne? Einmal grün, zweimal gelb. Wo ist denn hier gelb? Da. Einmal Salz können wir noch machen. Einmal Salz. Wupp, wupp. Ist das nicht so verschrumpeltes Fleisch? So kann man es auch sagen. Ist aber lecker. Eine Milch, zwei Wasser. Drei Käse. Eine Milch, zwei Wasser, drei Käse. Eine Milch. Zwei Wasser. Und drei Käse. Und da wären wir schon. So. Bim, 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 bim. Ah, ein Traum. Das ist wirklich ein richtiges Streamspiel hier einfach.
So. Bim, bim, bim. Ja, wir haben noch keine veganen Produkte, glaube ich, ne? Oder? Ich glaube nicht. So. Alle unsere Produkte wurden aus Fleisch zubereitet. Genau, das Wasser hier. Das gute Fleischwasser. Mmh. So. So, noch mehr Fleischwasser, Fleischmilch, Fleischnudeln, alles. So, okay, oh. Da war ich ein bisschen zu optimistisch. Komm mal hier hin. So. Gelbes Fleischöl kommt hier hin. Ich glaube, ich müsste noch welches haben, ne? Wir haben noch zwei gekauft, glaube ich. Da ist noch ein Sälzchen, einmal grün. Kriege ich das leer? Ah, ich bin unsicher. Ah doch, sehr gut. So, Milch. So. Warte, Milch. Warum ist Wasser manchmal teurer? Ein gutes Wasser muss durch einen tiefen Stein. Vielleicht hat er gerade gestaut, der Stein. Okay, wir haben noch drei Milch. Stell ich da hin. Bam, bam, badam, bam, bam. So. Noch einmal Salz. Bei Eiern müsste ich mal gucken, ne? So. Einmal kurz einen Eierkontrollgang machen gleich. So. Ja, Eier lohnt sich jetzt nicht so. Wir könnten noch Kühlschränke, ne? 1, 2, 3. Wir brauchen einen Kühlschrank. Sehe ich das richtig? Wir brauchen noch einen Kühlschrank und ein Regal, ne? Dann haben wir es alles. Ein Kühlschrank, ein Regal brauchen wir noch. Ein Kühlschrank und ein Regal. Oder? Und Lampen. Ich kaufe mal vier Lampen. Ich schaue nochmal ganz kurz. Vorsichtshalber, Verwaltung. Oh, die Rechnung müssen wir noch bezahlen. Lizenzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte. Dann brauchten wir 5 Kühlschränke und ein Regal. 5 Kühlschränke. Dann brauchen wir noch 2 Kühlschränke. Dann fehlt noch ein Kühlschrank. Wir haben nur, so, ne? Okay, let's go. Wir kaufen das. Und dann können wir bald die Lizenz kaufen. Oh, wow. Da oben die eine Lampe drauf, okay. Das mit den Lampen wird sportlich. Ich mach mal hier einfach da in den Gang rein. So. Wir haben jetzt ein paar. Hä, wieso kann ich hier nicht... Wieso geht die hier nicht? Hä? Okay. Okay, weird. Oben waren zwei drauf, ne? Ja, okay. So. 2, 2, 2. Über der Kasse haben wir eigentlich schon eine Lampe. Aber ich bin ehrlich, wir können da noch einen hinmachen, ne? Empfindest du das Beleidigung, wenn Leute zu einem Stream gut einschlafen können? Nö, ist ein Kompliment. Das ist ein Kompliment. Wenn die zu der Stimme gut einschlafen können, ist doch gut. Scheint ja zu entspannen. So. Dann gute Nacht. Verstehe. Gute Nacht. Oh, warte. Ach, das ist ein Regal. Ach so, warte, das kommt erstmal hier hin. Ich wollte den Kühli gerade hinstellen, aber wir müssen erstmal 1, 2, 3 hier einen hin. So.
Eine Eierspeise wäre fein. Genießen Sie diese Eierspeise. Ja, nein, ein zurück. Passt relativ gut hin. Okay, das Regal. Das Regal lasse ich mal da stehen, glaube ich. Ich pack's noch ein bisschen mehr an die Wand. Aber es sieht aus wie so ein Special-Auslagenregal. Wir gucken mal, was da reinkommt. Ach ja, Milch kommt da rein. Naja. Okay, aber wir können noch nichts davon kaufen. Wir müssen noch eine Lizenz kaufen. Wir sind auch vorbereitet auf den nächsten Schub, ne? Wir sind vorbereitet. Wir sind vorbereitet. Jetzt müssen wir nur gucken. Produkte, was hat sich geändert? Öl, Toast. Und das war's. Öl und Toast. Öl und Toast. Schon wieder Öl. 5,11. Scheiße. Okay, 5,30. Und Toast. Der Toast. Naja. Na gut. Okay, let's go. Let's go, Leute, let's go. Ich bin gespannt, wenn wir Lizenz holen, was wir dann auf der Kasse liegen haben. Ich meine, die Kasse hat ja nur so und so viel Platz, ne? Da kommen ja nicht noch mehr Produkte drauf, glaube ich. Glaube ich. Scheiß Kunden, wo bleiben die wieder? Oh, ich habe noch nicht den ganzen Tag Zeit. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie oft verspeist du Sucuk im Monat? Ich habe einen neuen Bringdienst ausprobiert hier. Und der hat eine verdammt geile Sucuk-Pizza. Oh, die ist richtig gut. Die ist echt verdammt lecker. Das heißt, es könnte passieren, dass ich in Zukunft mehr Sucuk essen werde. Das ist durchaus möglich. So. Go vegan. Wenn es irgendwann veganes, geiles Sucuk gibt, würde ich es essen. Gibt's aber noch nicht. Sucuk mit Ananas, Bro. Raus. Raus. So. Ciao. Sucuk-Pizza mit Hollandaise? Nee, nee, nee. Ich finde Hollandaise lecker, aber ich finde Hollandaise auf Pizza ist mir immer too much. Das ist immer zu viel einfach. Ist geil, aber oh, puh. So. 31,40? Na, sicher. So. Sucuk, Mais, ja, und Feta. Und noch geil Ei drauf. Geil. Und hier die scharfen Dinger da, wie immer, ne? Hier die, die mittelscharfen. Chorizo über Sucuk? Nein. Wirklich nicht, nein. Einfach nein. Das ist eine Missinformation, die will ich ja gar nicht lesen. So. Hervorragend, mein Herr. Passend, vielen Dank. Meine Dame, was darf es denn sein? Sie sehen sicherlich, liebe Kunden, Sie sehen sicherlich, dass wir momentan für Sie ausbauen. 47. Junge. 10. Dann hast du noch keine gute Chorizo. Doch, doch, hatte ich schon. Hatte ich schon, sogar sehr gute. Aber wollen wir uns nicht über Geschmack streiten. Oh, diese Musik gerade. Wie so ein 70er-Jahre-Hörspiel, wo irgendwer in den Weltraum fliegt, das erste Mal mit der Rakete. Guten Tag. Die Leute klauen nicht, die gehen nur manchmal hinter die Regale. Dankeschön. Also die gehen hier manchmal die Gänge ab, weil die in komischer Reihenfolge kaufen. So, 8-2. Na klar, dankeschön. Ja, Captain Future, so hört sich das an ein bisschen, ne? Wie viel darf sein? 4 zurück? Naja. Ausnahmsweise ist es für, weil sie sind.
Normalerweise behalte ich das Geld meiner Kunden, aber sie sehen so gut aus. Da zahle ich den einen Dollar gerne zurück, sie Geizknoten. Gibt's auch Ladendiebe? Ja, den aber, den ich erwischt, der zahlt jetzt gleich. Der ist ein bekannter Ladendieb hier. Ich kenne die alle schon. Bernd, ich beobachte dich, ne? Ja, jetzt versuch das wieder. So. So, passend, vielen Dank. Tschüss. Ich muss ein Auge auf Bernd haben, dass er nicht einfach abhaut. 22,50. Da ist Bernd schon wieder. Bernd, ich beobachte dich. Stell dich lieber an, dann. Stell dich lieber in die Kasse. Der geht wieder nach hinten. 87,80. Okay, passend, Dankeschön, tschüss. Ja, du weißt genau Bescheid. So, 2,60. Oh, so. Schmutzifer, Dankeschön, vielen Dank. Ich werde mir eine Chorizo davon kaufen. So, 94,60. Jawollo, hier wird richtig... Entschuldigung. 94,60. Manchmal drei Käse. Geil. Da würde ich gerne zum Essen kommen. Es gibt Käse mit Käse überbacken. Oh, holy shit. Kauf mir den ganzen Laden leer. 50 Cent zurück, natürlich. Bitteschön, tschüss. So, dreimal Nudeln, einmal Öl. 17,90. Prima. 9,5. Oh Gott. Und 10 Cent. Wupp. Nur einmal. Wow. 5,30 und dann mit Karte. Naja. Na klar. So ist es dunkel. Ich mach mal schnell Licht an. Oha. Wie hell das jetzt aussieht. Oha. Was ist denn hier los? Viel angenehm. Wow. 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 Meine Beste. Hier sind 50 Cent. Ich danke. 60 Cent. Ich danke Ihnen von Herzen. So, auch hier 3,20. Bitteschön, tschüss. So, das macht er mit der 55,60. Na klar, auf Karte. Dankeschön. Und hier nochmal. So, hier. 10,70. Ah. Heilige. Er kauft doch einfach alles. So, 50 Cent zurück. Na klar. Die räumen gerade noch vor Ladenschluss die Regale leer hier. Holy. So, passend, Dankeschön, tschüss. So, und hier, passend, Dankeschön, tschüss. Junge, wie viele Leute das passend haben? Oh, alles klar, die können mehr kaufen. Die Produkte rutschen einfach nach. Auch wieder passend. Das ist ja unfassbar. 83,90. Wie können so viele Leute es passend haben? 35,90. Okay, die Waren rutschen dann einfach immer nach. Verstehe. 77,7. Gut geplayt. Dippede, bim, bim, bim. Schon mal Grund an der echten Kasse vor. Ich glaube, eine echte Kasse ist viel komplizierter. Und ich glaube, auch echte Kunden sind viel komplizierter als das hier. Dankeschön, tschüss. Ich glaube, echte Kunden... Puh. Bam, 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 bam. Ja, super. So, 58,80. Wunderbar. Dankeschön, tschüss. Wunderschönen Abend. 21 Uhr, wir haben eigentlich geschlossen, ne? Ich mache mal eine Ausnahme für Sie. Ich mache mal eine Aufnahme für Sie. So, 31 Dollar. Dankeschön, tschüss. Sehr gute Produkte, sehr ausgewogen, bloß kein Obst. So. Und hier nochmal 34,60. Wie kann man für so wenig Sachen so viel Geld bezahlen? Ha, so. Der Tag lief gut. 1900. Ich glaube, wir können ab morgen... Sollen wir nochmal einen Tag sparen, um die Regale zu befüllen? Hier hinten ordentlich, weil wir brauchen halt echt viel Kohle dann, ne? Wir müssen, glaube ich, noch einen Tag sparen.
Nur das Piepen ist langsamer und davon träumst du, weil man Mehl und Öl, das glaube ich. Das glaube ich sofort. Mehl und Öl. 5,85, das war's nicht. 3,57. Hä, passt doch. Vielleicht ein bisschen zu teuer. 4,70. Und Öl. Und egal, ob du 12 Stunden hinter dir hast, die Tür gerade zumachen willst, der Kunde, ich wollte doch nur noch schnell. Auch das glaube ich sofort. Das glaube ich sofort. Ist kein Vergleich, aber wenn ich den Stream ausmache, kommen immer Leute rein, die sagen, aber ich komme jetzt erst. 3,70, nicht 4,70. Was? Oh. Ich bin zu abgelenkt. Warum so billig? Danke, Leute. Warum so billig? Zwei blaue, drei rote. Zwei blaue, drei rote. So. Ach ja. Oh Gott. Nudeln. Käffchen. So. Ich glaube, mit echten Kunden wird das Game keiner mehr spielen wollen. Zu real. Hör auf, die Wahrheit zu droppen. So, das war's, ne? Yo, okay. Zwei Choki. Drei Kaffee. Kaffee läuft gut. Und zwei Choki. Auch schon mal die erste Lieferung. Oh no. So. Ich habe gedacht, das hält. Ich war ganz kurz so, oh, wie geil. Ich habe ganz kurz gedacht, das hält. So. Die schieben auch keine Kartons weg, ne? Gott sei Dank. Das war nämlich meine Sorge, dass wenn Autos kommen, die hier einfach Kartons wegschieben. So. So. Auch noch einen dritten Mehl gekauft? Ich glaube ja, ne? Wenn ich schlau bin, habe ich einen dritten gekauft. Sehr gut. Ich bin so schlau. Super smart. So, wupp. Blau. So. Und noch einmal blau, ne? Jo, sehr gut. Dann wollen wir mal. Alles drin. Alles dran. Okay, hier nochmal einmal Kaffee. Kaffee. Wieder auffüllen. Ah, Kaffee kaufe ich immer ein bisschen zu viel. Ich frage mich, warum das wohl so ist. Kein Front, ich mag die Farbe von Mehl nicht. Man kauft's nicht. Wir haben Rot und Blau. Du kannst Rot oder Blau kaufen. Ich glaube nicht, dass die Mehlfirma die Farbe dir zuliebe anpassen wird. Das, nun ja. So, okay, dann... Zwei grün. Zwei gelb. Zwei grün, zwei gelb. Zwei gelb, zwei grün. Nudeln. Ich kaufe mal drei Nudeln. Bleibt ein bisschen was übrig, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Dann haben wir noch drei frei. Einmal Spaghetti reicht. Einmal Spaghetti, einmal Toast. Wo sind die Spaghetti? Hier einmal Spaghetti. Einmal Toast. Was immer noch einmal Basmati Reis, weil die brauchen wir eh. Und schon haben wir ja 10. Hast du nicht noch drei volle Kartons Nudeln? Nö, die sind schon verkauft. Die sind schon verkauft. So schnell gehen bei uns die Nudeln. So, grün.
Achso. Wo? Ich wusste gar nicht, dass ich die Maustaste gedrückt lassen kann. Leer, leer. Okay, Nudeln nochmal. Ich drücke mal einzeln für jede Packung. Ich Idiot. So, Nudeln kaufe ich immer zu viel. Auch RL, ich kaufe immer zu viele Nudeln. So. Yell. Rippmaus, ja. Nun. Wie bei Grim Dawn, da habe ich auch zuerst immer Masse geklickt. So. Man kann nie zu viel Nudeln haben. Ist einfach eine, das ist einfach eine immerwährende Wahrheit. Man kann, es ist nicht möglich, zu viel Nudeln zu haben. So. Tost. Jetzt habe ich Bock, einfach nur so Nudeln zu essen. Und vielleicht noch ein bisschen Ei reinzurühren. Einfach so. So, Basmati habe ich so einfach Verdacht dazu bestellt. Ein Basmati brauchen wir noch. Ein Basmati brauchen wir noch. Ein Basmati, ein Susu, ein Salz. Ein Basmati, ein Susu, ein Salz. Ein Basmati, ein Susu, ein Salz. So. Erdnussbutter. Brauchen wir auch nur eins. Ein Erdnussbutter. Ein Erdnussbutter, zwei Eier. Ein Erdnussbutter, zwei Eier. So, wo sind die Eier? Hier. Waren zwei, ne? Ja. Zwei Eier. Ja, zwei Käse können wir ruhig machen. Zwei Käse, zwei Wasser. Zwei Käse, zwei Wasser. Zwei Käse, zwei Wasser. Zwei Käse, zwei Wasser. Okay, super. Ganze Zeit nur Regale auffüllen, ist ja nicht unter dem Niveau. Mein was? Mein bitte was? Entspricht es nicht eher genau meinem Niveau? Ist es nicht, was Leute hier irgendwie erwarten? So. So, dann hier nochmal. Natürlich wieder ein bisschen zu viel Wasser, aber das ist okay. Oh nein, wir hatten noch Wasser. Naja. Milch. Gut. Ich hatte vergessen, dass auch noch Kartons stehen. Käse. So. So, flupp. Dann nochmal Dingens. So. Junge, 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 Junge. So. Aber ja, das Regale auffüllt, ich bin ganz ehrlich. Also irgendwann, man kommt, glaube ich, an einen Punkt, wo man dann wirklich, wo es einen wirklich auch erledigt. Ich kann mir vorstellen, dass Leute da wirklich Probleme hatten irgendwann oder haben. Hallo, Fliege. So. De Eiers. Wunderbar. So. Also, wenn man ganz ehrlich, in der Realität ist das Supermarkt, ist im Supermarkt zu arbeiten einfach viel aufregender. Da müssen immer nur die anderen Regale auffüllen und so und an der Kasse sitzen. Das ist, ja, man selber hat immer nur den coolen Job. So. So. Ja, Klopapier bin ich gespannt. Aber erstmal müssen wir jetzt die neuen Sachen hier reinkriegen, ne? Ich glaube, wir können uns das leisten. Ich glaube, ja, ne? Ich glaube, wir könnten wirklich jetzt schon Lizenz kaufen.
Ich weiß, wir haben Rechnung, aber ich kaufe jetzt mal die Lizenz. Ich hab Bock. Wir kriegen die Regale nicht voll. Das weiß ich. Oh Gott, noch länger scrollen. Orangensaft. Kaufe ich mal 4. Und Soda kaufe ich mal 4. 102. Oh, Cola und Sepp. Dann kaufe ich 2 Sepp. So. Was für Saft? Orangensaft, Leute. Orangensaft. Was ist denn mit euch? So, Sepp. Die Cola. Ist ja zu doof einfach. Warte, warte. Frag nicht, was für Saft. So, warte. Okay. Einfach Orangensaft. So, warte. Dann hier, das ist Cola. Bup, 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 bup. Hier ist die Getränkeabteilung. So. Jetzt hätte ich voll Bock auf Orangensaft. So. Träumchen. Cola. Ich kann nicht glauben, dass wir eine neue Lizenz geholt haben. Ich kann es nicht glauben. So. Blub, blub. Nochmal Cola. Ich habe das Gefühl, es wird an der Kasse jetzt ein bisschen härter. Und ich werde mir irgendwann wünschen, die zweite Kasse aufzumachen. Okay, der O-Saft. Der O-Juice. So. Ist sogar Bio. Der ist ja sogar Bio, hä? Aber steht nur drauf, keine Sorge. Und das Gütesiegel ist auch so ein Schmutzding, was man einfach kaufen kann. Wolltest du noch einen Tag sparen? War das nicht gestern? Ich weiß nicht genau. So. Wo ist das Bier? Auf deiner Hüfte. Jetzt wird Orangensaft getrunken. So, lass mal kurz gucken. Was haben wir denn hier Schönes? 2,81 mache ich 3, ist Einführungsangebot. Hier 2,58 mache ich 2,80. Einführungsangebot. 2,60. Was ist das so günstig? Mache ich 2,90. Einführungsangebot. Was ist das so günstig? Okay. Das war's aber noch nicht. Wir machen noch 2-mal Sepp. Apfelsaft mache ich noch 4-mal. Und Turko-Soda. Ist ja nochmal Soda. Okay. Mache ich auch 4-mal. Milch-6er-Pack haben wir noch nicht. So. Turko. Hätte ich hier mal keinen O-Saft reingemacht, ne? Irgendwie ist das schäbig. Warte mal. Wir machen mal kurz Folgendes. Ich muss das umsortieren. Ich kann das so nicht lassen. So, warte. Ich kann jetzt nicht dazwischen den O-Saft packen und dann ist einfach im nächsten Regal wieder Cola. Das geht nicht. Kühlschrank tauschen. Dauert zu lange mit der Pixelarbeit. Das hier geht schneller. So. Wo Apfelsaft? Apfelsaft gibt es nur für unsere guten Kunden. So. Guck mal, hat gar nicht lange gedauert. Easy. So. Und hier muss niemand einen Herzinfarkt kriegen, weil die Sachen nicht nebeneinander stehen. So. Hervorragend. Da ist noch... Fehlt uns ein Kühlschrank? Uns fehlt ein Kühlschrank.
So nämlich. Gerade noch gerettet. Guter Soda steht halt jetzt hier, aber naja, das ist halt, so ist es halt. Opfer müssen gebracht werden.